impressive that you managed to survive this long. I am amazed at how quickly you adapt. Somit grüß dich zurück zu Generation Zero. Wie du siehst im Hintergrund, wir haben eine neue Waffe, die habe ich uns erspielt, nachdem ich looten war, zuerst, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, südlich runter vom Flughafen Richtung Süden, halt diesen Schützengraben runter, und dann diese habe ich bei einem FNIX-Tank erhalten am Flughafen. Genau, eine meiner Lieblingswaffen mit Goldkronen, 5 Stück. Und nun sind wir hier bei der Fluchtburg und wir müssen die Verteidigung errichten. Also, wie gesagt, du darfst jetzt bitte nicht schrecken oder so, keine Ahnung, aber wie halt Generation Zero üblich, das wirst du dann später noch feststellen, läuft hier alles in Wellen ab. Wie du siehst, wir haben gute Waffen im Einsatz, fast nur mehr Gold und eine experimentelle. Die experimentelle Shotgun, die ist in der Plünderer und der Rest ergibt sie. Ich habe auch aussortiert in puncto hilf mir. In puncto Munition, damals fast nur ein Panzerbrechendes dabei. Ich habe uns wieder 5 von diesen hier gebastelt. Sie werden uns zwar am Anfang jetzt nicht viel helfen, aber es ist ein lustiges Gimmick, sagen wir es mal so. Dann da haben wir eigentlich nur mehr bis auf einmal Violett und 4 Kronen, haben wir eigentlich alles nur mehr Gold. Da ist ausgeräumt und das ist unser komplettes Inventar. Genau. Und zwar, wir werden vorab, bevor die ganze Gaudi dort beginnt, waren jetzt auf 7, genau. Wir werden uns da jetzt einmal Mann, ich kenne mich. Das ist wieder voll für den Arsch, dass ich das mache, weil sie die Maschinen wieder denken, weißt du was, den kenne ich, den werden wir ein bisschen verarschen. Und sagen, dass es da in was sie eher Arbeit macht, für die Katze ist, gell? Weil bei mir die Maschinen nie das machen, was sollen. Nein, lass mal das Thema. Gut, vielleicht kommen sie da rauf. Vielleicht kommen sie da auf den Trichter. Ich kenne mich, ich steige sicher selber drauf. So. Dort haben wir noch einen her. Wo habe ich denn jetzt da die Laffer, die Lafetten? Wo sind denn die Schweineln? Da sind's. Die können wir dabei auf die 7 geben. Und wenn die Herrschaften meinen, sie müssen angreifen, dann jo, eh schon wissen. Kruzifix. Wow. Bist du Moped, Herz? Das schaut aus. Bevor wir jetzt die zweite Seite angehen, montieren wir hier eines. Die sind eh gleich am After, am Anus, also von denen her wäre das eigentlich eh wurscht gewesen.
Vieles, was ich da später zeigen werde, was jetzt momentan in der Plündra drinnen ist, werden wir später für Himfjell benötigen. Und in Himfjell werden wir uns dann auch beginnen mit den Apokalypse-Tanks und Harvester herum ärgern. Einen oder zwei mit die habe ich schon angelegt, das war relativ lustig. Warte mal. Wieso kann ich die da nicht platzieren? Perfekt. Wie gesagt, wahrscheinlich ist diese ganze Arbeit für die Katz. Platz leeren. Die legen wir auf die 7. Warum und wieso zeige ich dir dann auch gleich. Mit die werden wir die kleinen Lümmeln mal ablenken. Die Hitboxen des Grauens. Jetzt müssen wir 5 Wellen abarbeiten. Ich werde jetzt aber nicht viel reden, weil Veronica sich mit Worten einmischen wird. Das war's. Na wohl, nein, das war's noch nicht. Gut. Ah, der ist schon kaputt, siehst? Sprich mit Veronica in der Fluchtburg. Das hab ich jetzt nicht gesehen, sorry. Weißt du was? Wir nehmen zum ersten Mal den Schaß auch mit. Platz hätten wir genug im Inventar. Wollt ihr das wirklich mitnehmen? Ja. Weil siehst du, da können wir noch nicht rein. Det gläder mig att lägret verkar säkrat. Men det betyder bara att Phoenix kommer att lära och anpassa sig av detta. Jag önskar att jag visste vad vi borde göra härnäst. Låt oss anta att de kommer tillbaka snart, så var beredd. Vi har snart några nya ansikten att presentera. Jag har Jenny, Kenneth och Leila med mig. De var en del av vår gamla grupp i Måsskär. De klarade sig därifrån helskinnade och är redo att hugga i. Härligt. Fick du veta något om Freddy? Gut. Ja. Han klarade sig inte. Wenn du genau schaust, links oben, Fluchtburgschuppen. Jag beklagar. Ah, det ser ut som att vi får sällskap. Links oben, der weiße Balken, zeigt den Zustand dieses Schuppens hier an. Den müssen wir verteidigen. Solltest du das Spiel nicht kennen, immer unter diesem Fingerzeig etc. So, meine Freunde. Jetzt da. Looten werden wir später. Shit. Kenny, schau genauer, wenn du jetzt was tust.
Scheiße! Ah, zu viele von zu vielen Seiten. Nicht gut. Gar nicht gut. Du Trottel, mit der Menge habe ich gar nicht gerechnet. Okay, ich bin ja schon Level 30, also da wird sich die KI dementsprechend anpassen. Ne? Wurscht, wir werden looten und dann was gerne noch. Aber ich habe einen. Oh, jetzt kommt der Tank auch noch dazu. Scheiß drum. Und das ist der nächste Tank. Oder? Ja, sicher. Mami. Das schaut so aus wie auf einer Müllhalde. Das ist eine neue exzessive Kunstform. Schlimmer noch wie Pornos. Oder so. Dort noch Mädel. Wir müssen schauen, ob wir einen Plan für den finden. Boah, geil. Wir werden den zerlegen. Brauchen damals nicht unbedingt. Aber den ganzen Schrott oder die ganzen Materialien, was wir dafür brauchen, dafür nehmen oder davon bekommen, können wir dann später einsetzen für andere Dinge.
Dann werden wir das nochmal machen. Und wenn's das Letzte ist, was ich tue in meinem Leben. Die werden wir zerlegen. Und das auch. Die könnten wir uns eigentlich behalten. Na, schauen wir mal. Zerlegen wir. Da brauchen wir nichts. Ne. Hätten wir das jetzt gebraucht? Wir dann das einmal weg. Derzeit nur störend. Aber beim ersten Mal schon, ich glaube, ein oder zwei Anläufe braucht. So, ich glaube, wir sind jetzt mal so durch bei diesem Schrottplatz. So. So. Perfekt. Ich glaube, wir haben alles. Ah, die zwei noch. Haben wir schon. Und den haben wir, glaube ich, auch schon. Jawohl. Haben wir schon. Sehr gut. Hier schnell rauf. Ist da das auch nicht gespawnt? Sicher. Brauchen wir das. Also müssen wir eine andere Taktik einschlagen. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Und dann ist es zwei Episoden lang dauert. So, hier hinein. Dieses Textilprodukt werden wir ablegen. Braucht man das, haben wir gesagt. Ah, da wäre besseres. So. Sehr gut. Dann legen wir die drei hier ab, die fünf nehmen wir mit. Kalt wir uns. Na, das legen wir auch an. Bis siehst, wir haben ja genug. Die werden wir uns trotzdem kalten. Die werden wir nun verlegen. Wo waren denn die Landminen? Ah, die haben ja keinen Platz zugewiesen. Sehr gut. Die nehmen wir wieder auf 8. Mal schauen, vielleicht haben wir ein Glück. Na, das war die falsche Garnison. Thomas meiner. Bla 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 bla. War da sonst noch irgendwas Wertloses? Nö. Allerdings. Da nehmen wir uns 8 Stück mit. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ah, falsche Richtung. Da müssen wir her. Das war eine ziemliche Scheißidee, ehrlich gesagt. Aber wurscht. Dann braucht man euch auf der 8. Genau.
Und den Raketenwerfer werden wir dabei wegtun. Da habe ich eine bessere Idee. Und zwar... dich tue ich da dazu ein. Du siehst, es hat sich ja schon ein bisschen was angesammelt in unserem Repertoire. Was wir mit dem ganzen Scheiß machen, weiß ich noch nicht. Dich tun wir raus. Dann tun wir die Raketen dafür raus. Das sind 40 Stück. Das sind auch wieder 10 Kilo. Haben wir uns wieder aus der Sport. Panzerbrechend haben wir. Vollmantel haben wir noch erinnern. Die Suche nach der Panzerbrechenden hat sich abgeschlossen. Wir haben da über 6000. Und ich muss leider mein größtes Ass im Ärmel rausnehmen. Diese hier. Erweitertes N60-Magazin. Genau. Dann, zack, brack. Auf die 4. Ergänzungen, Panzerbrechen, Mündungsmagazin. Sehr gut. Visier braucht man kein Sichtmodul. Passt. Okay. Das ist unser Joker, die alte Lady. Beste Waffe im ganzen Spiel. Mit dem 250er Magazin noch besser. Det gläder mig att lägret verkar säkrat. Men det betyder bara att Phoenix kommer att lära och anpassa sig av detta. Jag önskar att jag visste vad vi borde göra härnäst. Låt oss anta att de kommer tillbaka snart, så var beredd. Vi har snart några nya ansikten att presentera. Jag har Jenny, Kenneth och Leila med mig. De var en del av vår gamla grupp i Måsskär. De klarade sig därifrån helskinnade och är redo att hugga i. Härligt. Fick du veta något om Freddy? Ja. Han klarade sig inte. Åh, Kalle. Jag beklagar. Die Waffe ist nämlich aus einem Grund gut. Großes Magazin. So. Das muss jetzt schnell gehen. Zerlegen wir später wieder. Du vielleicht merkst, die KI ist jetzt auf die Fluchtburg programmiert. Nein, laut noch, die da. So, Beide, zahn ein bisschen die und da. Danke. Schmalzlocke, du. Okay. Lad noch, danke. Brauchen wir noch? 8 Sekunden. Oh Gott, FNIX. Vad i helvete var det där? Åh nej, har de sprängt ett hål i barrikaden?
Ja, det där är samma jävelskap de använder för att förstöra lägret i Måsskär. Scheißen! Falls du dich fragst, was du jetzt gerade geschossen hat, das große Drum, das war die. Uah! Nein, verrat's nicht. Falls du die Geschichte noch nicht kennst. Das war das gleiche Drum, was geschossen hat, wie wir da mit dem Scheiß angefangen haben in Mescare drüben. Komm, Dirndl! Die Scheißzecken. Lad nach. Du dummes Stück Pute, du. Was sind die nächsten? Ich brauche die schnell. Wie viel Platz haben wir denn noch? Ah, genug. Scheißen, der Hund, dahinter ist der Hund. Wo ist denn der nächste? Da hinten. Vet att vi är här. Den här platsen är inte säker längre. Ingen plats är säker. Så länge den där kanonen fortfarande fungerar så är det bara en tidsfråga innan alla säkra ställen vi kan tänka oss slutar som Måsskär. Ja, jag är trött på att fly. Und zwar, es geht jetzt darum, die Kanone, es ist jetzt von einer Kanone die Rede, das hast du jetzt aber, glaube ich, eh mitgekriegt. Am Anfang, bevor man dieses DLC beginnt, oder diese Erweiterung, da mit FNIX, kommst du nach Mescare und dort in dieser ersten Animation, beziehungsweise im ersten Abschnitt vor diesem komischen Tor, was über die Brücke drüber geht, siehst du, dass mehrere Raketen auf uns abgeschossen werden. Und das ist unser eigentliches Ziel momentan. Allerdings, bis wir dorthin kommen, bedarf es noch einiger Arbeit. Aber das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Oder auch, wie es hier steht, Stück für Stück. Genau. Also wie aus der Karte, genau. Wenn du hast kaputte Hitboxen. Na komm. Bevor wir dort so weitermachen mit dieser einen Mission, müssen wir eine Kleinigkeit nebenbei noch machen.
Na toll. Und ich darf wieder zusammenrahmen, Edgar. In dem Spiel bist du kein Held, da bist du einfach nur die Putze. So wie in Spaceballs die Weltraumputze. Mann, du hast es sicher, wenn es ja schon erschienen ist, mein Geschichtsvideo eh schon gesehen. Und da brauche ich eigentlich eh nicht mehr viel verraten, oder? Wer unser Antagonist in diesem Spiel eigentlich ist, gell? Nur muss ich halt offen und ehrlich gesagt gestehen, was mich eine Zeit lang ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen gestört hat, war die Tatsache, gerade mal frei auszusagen. Was mich eine Zeit lang gestört hat, war die Tatsache, dass die Entwickler die Dings einführen. Formulieren wir es anders. Gehen wir in eine andere Richtung. Zuerst gehen die Entwickler her und bauen einen Antagonisten auf, wie jetzt zum Beispiel in Van Ulmer mit FNIX. Und eben der Geschichte, dass du eigentlich nur ein Produkt von FNIX bist. Jenes einzig und allein nur dessen einer Tatsache dient, fürs schwedische Militär bzw. für die Sowjets oder für die NATO, herauszufinden, was genau passiert ist. Für viel mehr ist ja der Charakter eigentlich nicht da. Ne? Und was mich so angefällt hat, ich meine, mittlerweile habe ich mich damit eh schon angefunden. Aber jetzt baut man in der Story einen Antagonisten, wie jetzt zum Beispiel Van Ulmer, der sich von Holberg verraten fühlt. Und dann hergeht und den Tag der Katastrophe des Angriffs startet. Ne? So ist ja das Ganze dann zum Schluss zu wie rausgekommen. Da bauen sie jetzt also einen Antagonisten auf, wie den Van Ulmer, und die FNIX-KI, gegen die wir hier eigentlich jetzt schon seit geraumer Zeit kämpfen, eigentlich schon von Anfang an des Spiels. Und dann kommen die sowjetischen Maschinen hinzu und dann musst du feststellen, es hat sich jetzt mittlerweile eh schon gebessert, dass die Balance, die Balance dazwischen, dann musst du feststellen, dass die schwedischen Maschinen im Prinzip eigentlich gar keine Chance haben gegen die sowjetischen, wenn zwei Tanks und ein Harvester gegen einen großen von den Sowjets kämpfen und alle drei haben keine Chance gegen den. Als Gegengewicht hat man einen Reaper gehabt. Und der Reaper hat sie mit gegen drei sowjetische Maschinen der Wehrenmenge. Da hat die Balance nicht gestimmt. Ne? Man merkt jetzt schon, dass die schwedischen Maschinen jetzt schon weitaus mehr Chancen haben gegen die sowjetischen. Nur wie gesagt, das war halt ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt, den ich gehabt habe. So. Da sind wir jetzt überall durch. Passt, wir hauen uns jetzt einmal da in die Truhe, in die Plünderer, beziehungsweise das nächste Mal werden wir noch eine kleine Nebenmission machen. Die befindet sich, wenn ich mich nicht irre, kann ich dir zeigen.
Hier. Vertraue niemals jemandem. Genau, das haben wir als nächstes Auge. Wieder allen Widrigkeiten. Passt. Legen wir das alles schnell an. Jetzt in der Obi. Oh. Bist du da oben gerutscht? Bist du ein Rutscher, du, hä? Auf Knien runtergerutscht. Kann man das bei einem Hund so sagen? Naja. Genau, die würde ich zerstören. Weißt du was? Braucht man nicht. Weg damit. Weg damit. Alles, was wir nicht brauchen, weg. Braucht keiner. Das lassen wir da rein, der Plünderer. Jetzt überlege ich noch gerade, weißt du was, wir rammen da auch aus. Weg, 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 weg. Bin mir sicher, wir finden noch weitaus bessere Waffen. Da haben wir schon bessere, die habe ich schon probiert. Taugt man nicht, taugt man auch nicht, taugt man auch nicht. Und vielleicht finden wir da auch noch eine goldene, das war interessant. Genau. Da werden wir alles ablegen, was wir nicht mehr brauchen. Weil wie gesagt, im Prinzip ist das, was wir uns da alles schon was wir uns alles schon da einer da, ist ja dann später schon für Himfjell gedacht. Mhm. Passt. Also dann, ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal und kann man dort schon rein, gell? Nö, abgesperrt. Egal. Danke, Spiel. Jetzt werden wir uns noch schnell heilen. Wieder allen Widrigkeiten. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ist das verfluchte Radrennen da? Es ist wurscht, wenn es das ist, spiel's eh nicht. Das mag ich nicht. Das haben wir. Nicht allein. Das ist Alpine Unrest. Stück für Stück. Und zwar, dank dir hat Fluchtburg FNX erste große Offensive überstanden. Aber Veronika, Kalle und du wissen, dass der Gegner euch über kurz oder lang in die Knie zwingen wird. Erst recht jetzt, wo er ein neues Artilleriegeschütz zur Verfügung hat, das aus großer Entfernung massiven Schaden anrichtet. Wenn ihr mehr als ein paar Tage überleben oder die Fluchtburg gar weiter ausbauen wollt, bleibt euch keine andere Wahl, als FNX direkt anzugreifen. Ihr müsst tief in feindliches Gebiet vordringen, FNX Kanone finden und sie zerstören. Kalle schlägt vor, seinen alten Laster zu panzern und damit die gegnerischen Frontlinien zu durchbrechen. Und um das geht's. Genau. Das schalten wir jetzt dabei an. In der nächsten Aufnahme machen wir dieses hier. Vertraue niemals jemandem. Onkel Kalle hat dir erzählt, dass eine Freundin und Gesinnungsgenossin von ihm ein Haus in Oberbiertorp hatte, nur einen Steinwurf von östlich von der Fluchtburg. Er nannte sie seine alte Bodil. Die beiden verbrachten eine Menge Zeit zusammen, redeten über außerirdische Militärverschwörungen oder Vertuschungsaktionen der Regierung und interpretierten Nachrichten so, dass sie zu ihrem Weltbild passten. Kalle hat auch erwähnt, dass Bodil Krisenvorsorge betrieb und gut im Nähen war, besonders wenn es darum ging, Kleidung widerstandsfähiger zu machen. Nur falls mal alles vor die Hunde geht, wie sie zu sagen pflegte. Vielleicht findest du dort Pläne und Materialien, um etwas für dich, aber auch für die Bewohner der Fluchtburg anzufertigen. Und das machen wir dann das nächste Mal. Ich wünsche dir was. Baba dabei.